NRC Golfer Season. Wir haben uns ein kleines Konzept überlegt, beziehungsweise ich, weil ich wollte schon immer mal Vorsitzender einer Golfunion sein. Also habe ich meine eigene gegründet und wir haben daraus gleich eine Season gemacht. Wenn es gut läuft, wird es auch noch mehr Season geben. Und die erste Runde, die geht hier in Woods und wir gehen mal kurz hier so über die ganzen Bahnen. Ja, das ist hier Bahn 2, dann haben wir hier Bahn 3, 4, 5. Also ihr seht, hier wird euch schon einiges geboten. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, wie die Bahn 1 funktioniert. Das ist mal das allererste, weil ich darf immer die Bahnen vorspielen. Jetzt können wir mal gucken, wie gut ich das hinbekomme. Ja, so macht man ein Hole in One. Und jetzt müssen unsere Mitspieler, weil wir haben da so eine spezielle Regel, jetzt kann ich gleich mal prüfen, ob die funktioniert. Ja, wollen wir mal gucken, ob sie mir huldigen. Oh, du großer Gold, Gold, wir huldigen dich. Ihr wird nicht gehuldigt, du bist außer Konkurrenz. So. So. Ja, gut, ich bin außer Konkurrenz, deswegen werden wir da die Strafschläge jetzt erstmal weglassen. Aber damit gebe ich erstmal das Turnier frei. Wünsche allen, die mitspielen, viel Spaß und euch an den Bildschirmen zu Hause wünsche ich eine gute Unterhaltung dabei. Und es geht auch um Preise am Ende. Also es ist wirklich eine echte Competition hier. So, und der Abschlag erfolgt in 3, 2, 1 und los. Oh. Ja, das war schon knapp vor den Strafschlägen. Aha, wer spielt denn da einfach rein? Moment, stopp, nicht weiterspielen. Scheiße. Eieiei, so geht das nicht. So, bei wem bin ich denn jetzt hier? Muss ich mal kurz gucken. Also, jetzt darf die Dina einlochen. Dina, das ist die, bei wenn es bei Ich dir habe um. schon das zweite Mal aus Versehen, ne? Ja, du stehst bei mir noch hier draußen, du bist noch nicht drin. Mach einfach. Sehr schön. Dina ist übrigens die, wenn es um PC-Käufe geht, dann ist es bei ihm echt, bei ihr echt ein Problem. So, jetzt der Matze dran. Matze ist der Möchtegern-Krieger bei uns in der Gruppe. Dann haben wir hier den Droggel. Das ist der mit dem heiligen Schein, aber so heilig ist er gar nicht. Würde die zwei schaffen? Ja, sehr schön. So, Er ist gar nicht das mit dem heiligen Schein. der Enrico ist jetzt dran. Der ist wie immer an fast letzter Position und schafft natürlich auch den Putt nicht. Machen wir gleich nochmal. Sehr schön. So, Anna, jetzt darfst du. Nee, nee, mein Freund. Sieht aus wie eine Katze und ziemlich kuschelig, kann aber auch ganz schön die Krallen ausfahren. Habe ich Vergiss es. nur vom Hörensagen gehört. Du musst aber Ich jetzt spiele so spielen. lange, es hätte Schieße davon gegen Es ist doch keine Kollision an, Mensch. Entschuldigung, ich bin da so gewöhnt bei dir. Ja, stimmt. So, Teddy ist dran. Er ist Sombrero und bei dem, wenn der im TS ist, im Hintergrund kann man immer noch die ganze Familie mithören. So. Heute nicht. Ah, und er hat es galant geschafft, aus 3 Zentimetern drüber zu spielen. Das würde ich auch gern können. Ja, Teddy, du bist Los, nochmal dran. noch ein. Sehr schön. So, und hier, das ist Christoph, das ist unser Obernoob. Was? Der spielt die Bahn quasi zum ersten Mal. Ja, stimmt, genau. Bei mir ist das alles Können. Ich habe Ja, nicht ja. geübt. Die, oh, guck mal hier, da macht er eine 2. Und das ist unser lieber Daniel. Der hat ein Nest auf dem Kopf. Warum auch immer er ein Nest auf dem Kopf hat. Oh, das war ganz schön knapp. So. Bahn 1 gelaufen und wer ist ein natürlich vorne? Ich, aber leider außer Konkurrenz. Lappen. So, wir sind an Bahn 2 und natürlich mache ich die auch erstmal wieder vor, wie die funktioniert. Ist eigentlich ganz einfach. Oh, fast. Fast hätte es nochmal geklappt. Aber eine 2 ist dort wirklich simpel möglich. Ja, das ist einfach nur geradeaus. Und jetzt dürfen unsere Freunde abschlagen. In 3, 2, 1 und los geht's. Das heißt nicht ja, das Leute. heißt Hole in One. Richtig. Hä, warum habe ich zwei Schläge? So, wer ein hat Hole in One, ne? wer hat hier jetzt ein Hole in One gemacht? Den Ja, muss natürlich. Ich. Ja, dann. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ja? Das ist das letzte Mal, dass ich euch darauf hinweise. Ansonsten gibt es Strafschläge. Ja. Das nächste Mal ein bisschen mehr Enthusiasmus. Wir ne? preisen dich, genau, wir preisen dich. Ja, so, Daniel ist dran, der darf jetzt auch galant einlochen. Wer? Der Daniel. Daniel. Sehr schön. So, unser Mr. Satellitenschüssel. Facey ist dran. Ja, ich muss das mal neu ausrichten. Ja, der trifft. Und Moment mal. Warum liegt denn Dina noch am Abschlag? Sie hat Weil ich aber auch geschafft schon einen habe, Schlag. aus der Bahn zu kommen. Ach so, du hast es aus der. Ja, gut, dann hast du ja jetzt nochmal die Chance. Bin ich jetzt dran? Ja, du bist Ja. dran. Ja.
Ah, hätte auch klappen können. Ja. Oh, nein, das reicht nicht. Schade. Hört auf, Mitleid zu heucheln oder sie anzufeuern. Das ist streng verboten hier. Wieso abfeuern? Ihr habt mich selber angefeuert. Ihr dürft sie auslachen, aber nicht anfeuern. So, Dina, du darfst nochmal, ne? Du darfst einlochen. Sehr schön. So, wen haben wir jetzt hier? Der Matze. Na, das ist ja ein guter Winkel. Das wird er wohl schaffen. Ja, sehr schön. Wen haben wir jetzt hier? Ah, das ist Droggel. Droggel, du bist dran. Ja, so gut. Sehr schön. Das hast du galant daneben gespielt. Hätte ich nicht besser machen können. So, Enrico. Ich schon wieder. Ja. Und der Teddy fehlt noch. Das ist doch nicht mit seinem Sombrero. Guck das doch mal an. Ja, das stimmt allerdings. Das ist. Und jetzt noch der Christoph. Sehr schön, noch liegen alle eng beieinander, aber das kann sich schnell ändern hier auf diesen Bahnen. Das sind ja auch die einfachen Bahnen. Das hier ist eine Bahn, da hat der GF, der sogenannte Glücksfaktor, extremen Einfluss drauf. Denn, oh, da ist das Timing wichtig. Ich habe es nicht genau getroffen. Facey! Und wir haben Facey. Den werden wir gleich mal. Moment, Facey, beweg dich nicht weiter. Du bist gleich noch dran. Ich werde mich gleich mit dir beschäftigen. Erstmal zeige ich, wie man das Loch zu Ende spielt. So, kann man dann überwickeln und spielen. So, jetzt wechseln wir mal zu Facey. Moment. Facey, da bist du. Du hast zu früh abgeschlagen. Deswegen hast du jetzt die Ehre, fünfmal in die absolute Ballerei zu schlagen. Los, wir zählen alle mit. So, dann los geht's. Eins. Das war cool. Wir kommen zu Nummer 2. Du darfst nochmal. Jawohl, 2. Warte, ich muss mich mal ausrollen lassen. Ihr schafft es nicht aus der Bahn raus. So, jetzt kommen wir zu Nummer 3. Oh Gott. Und wenn du einlochst, dann. Das ist böse. Du darfst nicht zu nah ans Loch kommen. Das ist nicht gut, wenn du einlochst. 4. Wieso klappt das in der Regel nicht? Und noch ein. Ich habe gesagt, in die Walachei, nicht ins Loch. So. So, und jetzt, wenn ich schon dich auf der Cam habe, dann spiel das Loch zu Ende. Ich denke, für dich war es am schmerzhaftesten, dieses Loch. Eine wunderbare 7 hast du gespielt. Selber schuld, ne? Ja, ne? Muss so. Der nächste, der dran ist. Ah ne, Quatsch, jetzt dürft ihr alle abschlagen. In 3, 2, 1 und los geht's. Wow. Tschüss. Oh, Facey, wer bleibt denn da liegen? So geht das ja nicht. Ja, Mann. Alter, ich muss doch auf das Loch abwarten, wenn man das Loch kommt. So, dann darfst du auch gleich weiterspielen, lieber Daniel. Der Winkel ist möglich. Also ich sage, es ist möglich, da jetzt einzulochen. Wenn man das Loch getroffen hätte, wäre das ein guter Abkürzung. Oh, das war aber schade. Daniel wird wohl mit einer 3 enden. Ja, und als nächstes ist dran die Dina. Ja, der Winkel ist ein bisschen besser sogar noch. Ja, du bist dran, du darfst. Ja. Sehr schön. Matze. Das ist ja alles noch relativ gesittet gerade. So, Droggel, du bist dran. Der Einzige, der an dem Loch wirklich ablust, ist der Facey. Der ist selber schuld. Oder Droggel. Ja gut, das vom Droge war jetzt auch sehr galant vorbeigespielt, aber mit 3 bis trotzdem. Enrico? Naja, aber ne, auch von weiter weg, ne? Und dann haben wir hier die Anna. Oh, sehr schön mit Umrundung. Das finde ich immer echt besonders schön. Ich hätte es so ausgedacht, wenn er liegen geblieben wäre. Teddy, das wird ein toller Winkel. Ah, gar nicht so schlecht gelöst. Ein bisschen mehr Speed und es hätte wahrscheinlich gereicht. Sehr gut. Und die Nadine darf. Das sollte aber nur eine Formsache sein. Tja, und jetzt kommt ein Trickshot. Ich frage mich nur gerade, warum war das denn schon Nadines dritter Schuss? Weil ich einmal außerhalb der Map gelandet bin. Ach so, ja gut, dann das erklärt das. So, dann ist Christoph jetzt dran. Schwierig. Das erfordert komplizierte Berechnungen. Allerdings, das ist, ich sage, es ist nur mit dem GF, mit dem Glücksfaktor schaffbar. Ja, außerdem berechnen ist nicht meins. So, und jetzt, roll. Oh, der Glücksfaktor ist dir heute, das reicht. Das reicht nicht. Aber aus der Position, die schaffe ich.
Ja, dann spiel. Der ist voll so ausrutschauern und voll Speed dagegen. Sehr süß. Meine Katze war's. So, wir kommen zu Loch Nummer 3. Facey ist natürlich jetzt letzter. Und Loch Nummer 3, da ist das Timing wichtig. Ich zeige euch das mal kurz. Soll ich jetzt schon mal lachen? Da ist es wichtig, genau im richtigen Moment zu schlagen und dann geht ihr auch in Hole in One. Prost. Du hast doch geübt. Nö, das war der GF, der Glücksfaktor. Und ihr dürft abschlagen in 3, 2, 1 und go. Hole in One. Hole in One. Hole in One. Es ist gar nicht so einfach, das Brett zu sehen. Reiset uns ein, ihr großen Golfgötter. Macht Platz, ich komme. Ja, naja, doch. Ich bin auch bei Christoph. Hat Glück, dass ich bei ihm drauf bin, weil er ist tatsächlich dran. Aber er hat auch schön gegen die Wand geschlagen. Jetzt du darfst jetzt zu Ende spielen, Christoph. So, jetzt war das eine Geduldfrage. Oh, der Lack. So, Dina, das ist ja für dich nur eine Formsache, oder? Den schaffst du. Sehr schön. Wen haben wir jetzt hier? Anna hab ich im Bild. Alter, desto länger du drauf starrst, desto schlimmer wird's. Das steht von dir nicht. So, das ist... Facey, ich hab das gehört, ne? Nein, hast du nicht. Facey verhält sich nur regelkonform. Genau. Wir sind bei Teddy. Flame ist ausdrücklich gewünscht. Ja, Stopp. Das ist ja. Das tut uns nicht leid. Ja, Facey ist, das hat Facey zumindest näher an Teddy rangebracht. So, Loch Nummer 5, das ist so ein bisschen ja Mathematik, dieses Loch. Und ich zeige euch da jetzt, wie man ein Hole in One macht. Ja. Das glaubst du. Ja, dachte ich auch gerade. So. Ja, ist so viel. Hole in One. Alter. Und ihr dürft abschlagen in 3, 2, 1 und go. Was ihr bestimmt aufgeschrieben, in welchem Winkel und mit wie viel Speed. Hole in One! Hole in One! Kannst nichts genau. Das war Glück. Das ist ja unglaublich. So, Teddy ist dran, der darf hier als nächstes. Der ist auch noch quasi, eigentlich ist er hinter im Start, ne? Der hat rückwärts gespielt. Ah, das war auch noch nix. Er hat Anlauf genommen. So, jetzt haben wir Facey. Facey, der muss noch was gut machen. Der muss jetzt einlochen, sonst verliert er weiter. Trockener ja, Disco. Ich rechne gerade, Satellitenschüssel ist ausgerichtet und... Ja, ich habe auch gerade mal gerechnet, und zwar, ob mein Bier länger als Loch 9 hält, wenn du noch weiter so lange brauchst. So, Daniel ist dran. So, jetzt haben wir die Dina. Die brauchen ja nur noch antippen. Ja. Matze ist dran. Dann haben wir hier noch den Droggel. Den Enrico mit seinem prähistorischen Hut. Ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, was für eine eklige Hand auf seinem Ball ist. Anna. Ja, von hinten sieht es echt aus wie eine Hand. Anna ist dran. Anna, dein Golfball hat einen Platten. Ja. Du hast Platten in deinem Und Film. Irgendwie ist komischerweise immer der Christoph letzter, ne? Aber ja, ich vermute da einen Komplott. Ja, natürlich. Aber du bist nicht letzter. Aber meine Nerven Wertung, sind stark. Ne? So, wir befinden uns an Bahn Nummer... Was ist das jetzt? 6. Ah, wenn man die Kamera nach rechts schwenkt, kann steht ich auch mal da, die Loch ne? nochmal sehen. Da steht es nämlich. Und hier ist ein Hole-in-One eigentlich relativ einfach. Wenn man weiß, welche Geschwindigkeit. Ne? Ja, so funktioniert das hier mit dem Hole in One. Mal gucken, ob die anderen das auch so gut machen. Und sie dürfen abflaggen in 3, 2, 1 und go. Yeah. Hole in One. Ja, yeah, Hole in One. Beißet euch, ihr Golfgötter. Oh, ihr Golfgötter und Golfgöttinnen. Ja, eigentlich müsst ihr großer Golfgott. Normalerweise gibt's große Kolben, Alter. Oh, großer Golfgott, wir preisen dich. Ja, großer Kolben. Großer Kolben. Aber ich glaube, diese Regeln muss ich umformulieren, weil ich irgendwie bei der Menge an Spielern nicht feststellen kann, wer jetzt nicht gepriesen hat. Deswegen werde ich das ab der nächsten Woche umformulieren.
Die Regeln findet ihr Zuschauer übrigens unten in der Videobeschreibung, wenn ihr mal wissen wollt, warum die hier so komische Sprüche bringen und so weiter. Können aber sich von Woche zu Woche ändern. Ich passe immer so ein bisschen an. So, damit Christoph mal nicht der Letzte heute ist, darf er jetzt einlochen. Oh, ich hoffe, es klappt. Ja, wir sind es richtig. Mit Gefühl. So, Enrico steht noch am Start. Dann darf er jetzt vom Start... nee, das ist gar nicht Enrico, das ist Daniel. Daniel darf vom Start spielen. Warum Enrico Daniel steht da auch noch. Ja, das ich bin ins Wasser gefallen. Achso, so, Daniel ist dran. Oh, das war ganz schön close. Das hätte knappen können. Aber jetzt, ja wunderbar. So, jetzt aber, Matze steht auch noch am Start. Was macht ihr denn alle am Start? Alle im Wasser. Das ist falsch. Also ich darf jetzt, ja? Ja, und kuscheln. Oh. Das hast du gut gemacht. Komm, Matze, mach's nochmal. Jetzt geht's für uns nach hinten. So, jetzt haben wir Droggel, der steht auch noch am Start. Das ihr ist wohl für unfähige Spieler auf der Pistole, hier. Dass ihr da noch wieder ins Wasser bringt. Entschuldigung. Ich war vorhin einfach zu langsam. Oh, der war... Ja, warum nicht beim ersten Schlag so, Droggel? Ja, ich hatte einfach ein bisschen zu wenig Schwung. Ich war zu vorsichtig. So, Enrico, du bist der Letzte, der hinten noch rumliegt. Also komm mal rüber zu uns. Genau, ich bin ganz klein und schüchtern. Nö. Rüber zu uns kommen, nicht ins Wasser. Aber er badet so gerne. Wollte den Kekseiten besuchen. Ach so. Ja. Boah. Das ist mal beim ersten Mal so gemacht. So, Teddy, du fehlst noch. Und die Nadine ist die Letzte heute. Das sieht echt so aus, als ob diese heiligen Schweine schwitzen, ne? Ja. Ich guck mal, was? Du schwitzt, Alter. So, wir befinden uns an Loch Nummer 7 und auch hier geht es, ein Hole-in-One zu schlagen. Hier ist allerdings das genaue Zielen wirklich sehr wichtig. Ich werde jetzt mal meinen Maßstock rausholen und dann werde ich mal messen. Oh, lass den stecken. Junge, lass komm, zieh da an, Alter. Lass das Ding drin. Deswegen erst nach 22 Uhr. Ah, fast. Diesmal hat es leider nicht ganz geklappt. Aber das ist hier wirklich ein Hundertstel Millimeter zu weit rechts und man schon klappt es nicht mehr. Ah, nee, du bist halt kein Golfgott. Moment mal. Das sehe ich anders. So, ihr dürft abschlagen. In 3, 2, 1 und go. Nein! Oh, natürlich. Oh, ah, oh Golfgott, wir preisen. Heiset euch hier. Oh Golfgott, wir preisen. Preiset euch hier Kolben und kolbt euch weiter und so Scheiß. Ja, genau. Ja, so, der nächste. Dafür müsste es eigentlich schon einen Strafstoß geben. Ist der ja, Daniel. Also, ich werde diese Regel mit diesem Hulding nochmal umschreiben für nächste Woche. Was mit Kolben, das ist besser. So, Dina ist dran. Nee, ich habe da schon so eine Idee, aber das könnt ihr dann nachlesen. Jetzt haben wir Matze. Ah, ja, das war gut. Das war sehr cool. So, wen haben wir denn hier noch am Start liegen? Droggel. Hat's wieder rausgeschafft aus der Bahn. Glückwunsch, du bist dran. Hat der Droggel Eier auf dem Kopf? Ja. Und er hat bunte Eier auf. Er beutet. Die leuchten sogar, die kann er an- und ausschalten. So, Enrico. Der Mann mit der großen Klappe ist dran. Das hab gar nichts gesagt, ja. So, und Pum, da ist die Anna. Der Heiligenschein schwitzt. Der schwitzt nicht. Sag das doch lauter. Ja, du bist dran, Anna. Ja, Mann. Doch, Anna, der schwitzt. Doch jetzt mal. Das ist, als wenn da Pisse runterläuft. Keine Ahnung. Ach so. Oh, danke. Schade. Hast du ja besser gemessen als ich. Ja, so. Ich hab nicht ein Zentimetermaß, halt. Teddy ist dran. Ja, bei mir ist das elegant. Nee, ist alles aus dieser 13 Minuten rausgeht, schwierig bei dir, ne? Das war natürlich jetzt total toll, Teddy, wie du das gemacht hast. Damit Face ja doch nicht letzter. So, Christoph ist dran. Der ist schon wieder der Letzte. Warum ist der schon wieder der Letzte? Ich glaube ja, dass du den schon dreimal übersprungen hast. Die Letzten werden die Ersten sein. Oh, ach, der war gar nicht schlecht. Oh, der war schön. Ja, ich hätte aber rein. Gerne, dass er reingegangen wäre. Verdammter Drecksball! Sag mal, Nadine, was fällt dir eigentlich an, ihn zu loben? Das darf nur ich. Oh.
Das ist Strafschläge? Das bitte nicht. Also da hat das war perfekt. Weiter so. Ja, okay. Naja. Facey hat den letzten Blatt schon lange verlassen. Heute ist nicht das Ende der Tage. Jetzt kommt eine der beklopptesten Bahnen hier am Wald. Da muss man nämlich ganz langsam... Oh, fast jetzt geklappt. So nicht. Aber meistens klappt es nicht. Deswegen versuche ich es noch ein zweites Mal. Zack, zack. Ah, das ist danke, dass du den hoch. Tipp verraten hast. Ja, wir müssen ja auch was, den Leuten was zeigen, dass wir was lernen. Voll. So, ich habe es geschafft. Ihr dürft abschlagen in 3, 2, 1 und go. Ja, Matze, du musst schon warten, bis... Ach, ist ja... Oh, hier ist das schon Maria. Du hast gerade go gesagt. Ja. Ja, aber man darf doch warten, bis das Hindernis an der richtigen Stelle ist. Ja, Felsi, was soll ich dazu jetzt sagen? Ja, knapp, ne? Fast ein Hole-in-One. Aber nur fast. Und denk dran, kein Hole-in-One falsch ansagen, kostet 3 Strafschläge. Ich habe ja auch gesagt, fast. Ne? Ja, hast du Glück gehabt. Ich sag nochmal. So, Christoph ist dran, der ist diesmal nicht der Letzte. Ach ja, leider bin ich aber auch nicht ganz vorne. Wie komme ich jetzt da hoch? Ja, in erster Linie dein Problem, ich meine. Ich sehe das da oben nicht. Wenn ihr fertig seid, ja? Ach, ich spiele jetzt einfach mal. Wir brauchen Fahrstuhlmusik. Oh ja, bitte. Nein. Darf ich gleich zu Ende spielen? Ich habe den Link noch offen. Ja, du darfst direkt zu Ende spielen. Schickst du mir den Link bitte mal, Anna? Ja, klar. Jetzt kennt die Jeopardy. Ach, Mist. Okay, dabei sein ist alles. Merkt euch diesen Spruch. Ja, mit Gefühlen hast du es nicht so, gell? Mit Gefühl. Ja, ich bin farbenblind. Das Grün irritiert. So, als nächstes darf der Facey sein Tap-In machen. Dabei keine Herausforderung mehr. So, Daniel ist dran. Aber der ist ja mittlerweile routinierter Profigolfer. Ah, schafft er das? Das ist eine ganz schön weite Strecke. Ah, passt. So, Dina, du bist dran. Viel weiter Richtung Wand hättest du auch nicht gekonnt. Oh. Oh. Satz mit X, das war wohl nichts. Oh, wer hat da oben geschlagen? Irgendjemand hat da oben geschlagen. Ich hab's genau gesehen. Ich bin noch weiter dran. Da flog ein Ball. Ja, du bist immer noch dran. Da oben flog gerade ein Ball. Hm? Ja, hier ist doch keiner mehr oben. Ich sehe hier oben keinen. Oh. Ja. Dann war das ein Anzeigebug. So. Jetzt aber. So. Matze ist dran. Fast rausgeschafft. Ja, schade eigentlich, dass es nicht funktioniert hat. Der passt. So, wir haben auch noch jemand am Start und das ist wie meistens Droggel. Und der darf jetzt mal gucken, ob er vom Start wegkommt. Ja, jetzt schaffe ich's. Ja, er ist weg. Aber nur vom Start, ne? Ja, vom Start ist er weg. Mann, warum schlägt denn hier keiner raus? Ihr seid alle viel zu vorsichtig. Nee, wir können es einfach. Habe ich gleich am Anfang gemacht. So, Enrico ist dran. Der Mann, der zu viel Jurassic Park geguckt hat, wenn ich mir seinen Hut so angucke. Oh nein, direkt drüber. Ja, da war der Kollege. Hörst du jetzt auf, Mitleid zu haben, Nadine? Das geht so nicht. Was denn? Anna hat er doch gut gemacht. Ja, aber die Regeln. Ja. Da, um gebrochen zu werden. Nein! Was? Den dürfen wir brechen? Nein! Wer muss kotzen? Das stille Post-Syndrom. Teddy ist dran. Der Ball ist rund, damit einem richtig übel wird. Ja. Teddy ist dran. Weißt du, du hast den Link gekriegt, ne? Ja, ich hab's schon an. Ja, du hast ja einen super Winkel übrig gelassen, Teddy. Hast du einen? Hat aber wieder einer Glück gehabt. Aber richtig. So, und warum ist denn jetzt Nadine immer die Letzte? Das geht so nicht. War alles geplant. Alles kann. So, wir kommen zu Bahn Nummer 9. Halbzeit.
So, und da ist einfach wichtig, den richtigen Speed zu haben. Und dann ist hier auch ein Hole-in-One kein Problem. So, ja. Und ihr dürft abschlagen in 3, 2, 1 und go. No. Alle hauen hier raus, wie blöde. Wie viel wolltest du die nächste Bahn spielen? Also, ihr habt den Spruch voll drauf, ich merke das schon. So, Dina ist dran. Können wir uns nicht auf ein Wort einigen? Das ist einfacher zu merken. So ein ganzer Satz. Aber dieses Durcheinandersprechen hört sich lustiger an. Matze ist dran. So, jetzt haben wir hier noch den Enrico. Was? Boah, diese dreckige Lache, Mann. So, Anna, wollen wir mal gucken, ob du es in 3 Schlägen schaffst. Das war ich nicht. Oh. Na, siehst du, ich sag ja in 3. Ich sag ja in 3. Ansage. Ach, hol doch, Mann! So, Teddy ist dran. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo dieses Loch ist. Ui. So, Teddy ist auch drin und es fehlt nur noch der Christoph, glaube ich. Und der darf jetzt schlagen. Ja. Den haben nach. Und das war scheiße. Ah, Mist, okay. Das falsche Loch. Zweite Loch wäre es gewesen. Abgerutscht, von hinten. Loch. Das Loch von hinten. Oh Gott. Ein Loch ist da, um zu stopfen. Genau. So, wir kommen zu Loch Nummer 10 und das ist ein wundervolles Loch. Man muss warten, bis hier dieses Ding... Oh, das war falsch. Endlich fängt der Moderator. Der Pro spricht. Hier muss man warten, dass das oh, halt. Das war ein Fail. Eigentlich wollte ich da direkt so durch und dann kann man nämlich hier hinten wunderschön mit ein bisschen mehr Speed auch direkt rein ins Loch fallen. Reingleiten, ne? Ja. So, und ihr dürft abschlagen in 3, 2, 1 und go. Nein! Alter, hast du das gesehen? Ja. Nein, ey, jetzt hänge ich in diesem Teil drin, oder was? Ja. Super! Du kannst immer noch raus, Mann. Irgendwann. So, Christoph, dann spiel doch gerade weiter, nachdem wir dir jetzt zugeguckt haben, wie du hier im Kreis wanderst. Enrico kriegt das auch ganz gut hin. Manches, aber jetzt erstmal Christoph dran. Oh, Enrico kommt sogar noch weiter nach hinten. Super. Und jetzt muss ich hier aus der Medaille, oder? Ja, Christoph ist dran. Kommen wo ist denn das Loch da hinten? Hinter dem Hügel. Ein Hügel ist da auch noch, okay. Er sieht schon wieder so da zwei, ne? Der guckt bestimmt noch auf falschen Map. Okay. So, Facey ist dran. Nein. Okay, der hier so wild rumblinkt. Komm, Facey, verkack mal eben jetzt. Vergiss es. So, wir schauen mal Daniel über die Schulter. Der blinkt hier auch wie so verrückt herum. Wackelt am Tag. Waren bei euch die Duracell im Angebot oder was? Vorbei, Daniel. Ja. Jetzt da drin. So, Dina ist dran. Da hat sie so lange drüber nachgedacht, wie stark sie machen soll und trotzdem so hart. Mann, Mathe. Jeder fehlt halt auf seine Weise, ne? Ja. Oh, da kann man auch erzählen. Manche machen es für andere noch nach. So, und die Trommel ist der Mann, der jetzt gerade noch die große Schnauze hatte, ist jetzt dran, der Trommel. Aber er schafft es. So, Enrico. Wir wollen sehen, wie du das jetzt schaffst. Ne, so nicht. Probier's nochmal. Oh, er ist Oh, der war allerdings sehr gut. Oh. So, Anna, jetzt hast du laut gelacht, jetzt musst du es erstmal besser machen. Nee, ist noch still da drüben auf den billigen Plätzen.
Oh, das war nicht schlecht. Teddy! Ich hab geübt, ey. Alter! Ich hab das letzte Mal gespielt, bevor nur die zu leer gegangen ist, Alter. Auch schon wieder ewig her, gefühlt. Ich hab meinen ersten Platz verloren. Oh. Also so, du sollst das so schnell weg, ich kann mal nachgucken. An Loch 11. Und das Loch ist auch ein sehr schönes Loch. Auch ja. Dort sind Hole-in-Ones möglich, allerdings ist es mit viel Glück verbunden. Ja. Oh geil, ich bin nur Vorletzter. So, das war gut. Ihr dürft abschlagen in 3, 2, 1 und go. Ups. Hole in one! Oh mein Gott, ihr seid God. So schmal. Oh mein Kürbis. Und lasst euch mal für den Knödel kolben, bitte. Haben wir erst die Tage. Daniel ist dran. Ich habe eine Frage, wenn es eine Regel gibt, dass wir die nicht loben dürfen, ne? Warum loben wir dann immer die, die in Hole in One gespielt haben? Das ist irgendwie widersprüchlich. Ja, ich werde die Regel nochmal abändern. Genau. Warum flamen wir die nicht so hart? Vorbei! Nein! Nee, leider nicht. So, Matze ist. Warum liegt Matze noch am Anfang? Hat er rausgeschlagen? So, Matze ist nochmal dran. Ja, oh, das kann ich. Los, Matze, jetzt aber. Sehr gut. So, Droggel ist darf. Droggel darf. Achso, ich hab meinen ersten noch gar nicht gemacht. Hm. Wie bitte? Bei mir steht Stroke 0. Dann darfst du jetzt gleich 5-mal abschlagen. Ja, das ist toll, oder? So, Enrico ist dran. Wie? Weil ich den Start noch nicht so schnell geschafft habe? Ja, steht in den Regeln. Wer nicht zum Zeichen abschlägt, zu früh oder zu spät. Nein, in den Regeln steht, wer zu früh abschlägt. Das kommt dem gleich. Und Paragraph 4... Der Spielleiter hat immer recht. So, Anna ist dran. Der Spielleiter hat immer recht. Okay, ich darf gleich, oder jetzt, oder wie, oder was? Nee, noch nicht. Teddy ist dran. Noch ein Ohr. Ja. Du sollst auch noch als letzter Jahr. Ja. Schön Zeit mit den Strafschlägen. Nein, ne? Ich hab's ja, mach doch. Ich bin einfach so reingeflutscht ins Loch. Teddy, darf ich darauf hinweisen, dass es keine Schlagbegrenzung gibt. Das heißt, wenn du noch öfters es ausschlägst, ne, dann hast du halt mehr Schläge. So, und jetzt schauen wir dem Christoph zu, wie er erstmal 5-mal in die Fallerei schlägt. Ja, aber das jetzt mal richtig hier. Fallerei! Das war keine Fallerei, mein Lieber! Alle Richtungen! Ich hab mir Mühe gegeben. 1. 2. Das war jetzt Fallerei. 3. 4. Und den letzten bitte wieder Richtung Start. Ah, dann machen wir da raus, auch gut. So, dann Loch ihn ein. Das waren 5, ne? Ja. Und jetzt war vorbei. Los, Christoph, mach! Jetzt gibt er sich auch noch Mühe, Mensch! Ja, natürlich, wenn du mich so herausforderst. Ne? So, wir befinden uns an Loch Nummer 12. Und an diesem Loch kann es jetzt zu vielen Schlägen kommen. Was wird dir eigentlich die ganze Zeit irgendwo gepinkt? Das ist das Herzmann, das ist Daniel, der schreibt, ist ja... Was? Ist ja was? Daniel, erklär uns doch mal bitte, was du mit dem Wort Starfschlag meinst. Und Cheatran. Ich wusste gerade echt nicht, was das sein soll. Da flog gerade ein Ball vorbei. Ja, das war ich. So. Da ist die Fahne. Oh Gott. Oh shit. Ich habe euch mal gezeigt, wie man das Loch hier verkackt, aber ich kann euch garantieren, es gibt noch Leute, die können das mehr verkacken. Und der Abschlag erfolgt in 3, 2, 1 und los geht's. Ah, okay, ein Versuch war es wert. So, wir sind bei Christoph, weil bei dem sah das so aus, als könnte es bei ihm länger dauern, deswegen gucken wir bei ihm mal zu. Nein, Irgendwo, da gibt es bestimmt eine kleine falsch programmierte Ecke und dann kann man von da aus sofort einen Hole in One. Kannst du ja suchen. Aber ich probiere es jetzt auf die konventionelle Art. Ja. Ja. Omen ist Omen. Das könnte länger dauern. Hast du schon mal versucht, mit Einfallwinkel gleich Ausfallwinkel? Was? Kann man das essen?
Vielleicht soll ich in der Zeit einfach mal die Memoiren schreiben. Ich glaube, da werde ich rechtzeitig fertig. Ja, ich kann auch. So viel Spannendes gibt es gar nicht zu berichten. Ne? Doch, auf jeden Fall das hier. Oh, er hat es wieder geschafft. Die glorreiche Marathonrunde des Lobodatlon. Ein Fall wirklich gleich aus, weil wir hier wieder beim Thema wären. Was? Wie? Nee, ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Komm nicht mehr. Gut, ich werde zumindest nicht jetzt. Ja, das Bier ist nicht mehr. Was? Das Bier war nicht gut? Voll. Also. So, als nächstes zeigt Facey mal, wie man das macht. Ja, wunderbar. Gucken wir mal, wie man es nicht macht. Obwohl, ja, doch, das sah gut aus. Ja, wie weit bist du eigentlich mit deinen Memoiren? Hat es noch gereicht? Ja, ich bin fast am Ende, also... Oh, ich will die müssen ja wahnsinnig spannend sein. Dann hast du ja nichts und nicht wieder lebt in deinem Leben, du. So, Daniel ist dran. Ja, man muss halt nur den unnötigen Kram weglassen. Also alles bei dir. Genau. Facey ist so geil. Ja, wieso? Facey hat einfach aufgeschrieben, ich kam, ich sah, ich siegte. Genau. Dina ist als nächstes dran. Ach, ja, das toll. Ist gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Oh, schönen Freitag. Wow. Nochmal. Dina, Reset ist nur jeden Freitag. Aber wir haben doch heute Freitag. Ja, Reset war ja auch schon. Ist der Alkohol im Spiel? Nein, gar nicht. Was? Das war der absolute Hammer. Naja. Es gibt Leute, die Skill noch gleiten nicht, also. Ja, das ist ja. Aber am geilsten fand ich mir jetzt. Oh, so, Dina, der war nicht schlecht. Ich bin genervt, so, oh, ich bin zu alt für so einen Scheiß. Ja, das war echt das Beste. Sehr schön. Doch, so, Matze ist dran und der hat einen bösen Winkel vor sich. Also da muss er vorlegen fast, ja. Und noch ein Schlag. Du schlägst drüber, Matze. Ach, noch ein Schlag. Leider nicht. Du hast doch gesagt, dass er rüberschlägt. Hättest du mal gesagt, er schlägt nicht rüber, dann hätte er auch nicht rübergeschlagen. Ja, du bist schuld. Du bist schuld. Erzähl doch gar nicht. Ah, Droggel schlägt jetzt dafür voll drüber. Ah, verdammt. Ja, das ist Pech, ne? Tja, verflixt und zugenäht, ne? So, Enrico. Der ist ja immer für einen schlechten Schlag gut. Boah, ey, du Arsch. Wie war das? Der Spielleiter hat immer recht. Ja. Ja, guck da, da hat man schon einen schlechten Schlag. Gut, ich bin wieder versöhnt. So, Anna ist dran. Alter, ich verschimmel hier gleich. Das war fast schon souverän, leider. Alter, ich arbeite immer souverän. Lüge. So. Teddy ist dran. Doch mit Absicht, Mann. Oh ja! Oh das ja! War das hast du gut gemacht. Könntest du das nicht noch ein zweimal machen? Genau, das machen wir noch ein paar Mal. Immerhin musst du mal eine Zahl schlagen. Sehr schön. Hab ich das nicht schon? Und Nadine? Oh, ich darf echt? Ist die wieder die Letzte? Ja. Boah, mehr Glück als Verstand, ey. Du hast eine große Klappe Zeit, gehabt, Alter, oder was knapp? Was ihr denn da alle so, ey? Ja, die Nadine, die kann stealen, seit ich mit ihr Lucio-Ball gespielt habe. Ja, ja, sofort ein aggressiver Unterton in ihrer Stimme. Total. So, Loch Nummer 13, da gibt es zwei Ansätze. Das eine ist, man kann hier rechts rumspielen, aber ich mag ja lieber den direkten diesen Weg hier. Und auch da ist die Geschwindigkeit wichtig, aber dann ist ein Hole-in-One auch kein Problem. So, ihr dürft abschlagen in 3, 2, 1 und go. Boah!
Sag mal, war ich jetzt der Einzige, der hier ein Hole-in-One geschafft hat, oder was? Meine Frage. Ja, bedauerlicherweise. Das ist so. Nadine ist dran. Ja, wenn es drauf ankommt, ja. Aber wenigstens sind wir alle vom Start weg. Ja, Nadine ist dran. Ich schon dran. Matze hat sich bewegt. Moment, Nadine, bleib mal kurz liegen. Ich muss mal kurz zu Matze schalten. Wo habe ich ihn? Leute, ich habe nur schon aufgezogen. Bitte lass mich schießen, sonst habe ich gleich noch einen mehr. Nein. Ja, Moment. Moment, dann Nadine, dann mach schnell Nadine, danach schalte ich zu Matze. So, bitte. Ah, Matze, du weißt, was jetzt kommt, ne? Ja, weiß. Also ich finde es ja wirklich großartig, dass sich der bisher stärkste Gegner gerade selbst jetzt ausschießt. Ja, sieht gut aus, wie er rumeiert, ne? 3. Mittlerweile ist Matze ja gar nicht mehr so weit vorne. Nee, ich bin ganz hinten. Passt. Naja, schade. Das war schon der 5. Alter. Vier. Nicht cheaten, oh, nicht cheaten. Aber gut getimt, den Fall. Jetzt darf Max dann aber auch beenden, ne? 10. So, Droggel, du bist dran. Das ist echt scheiße, mit dem wir schalten mal rüber. Ich will mal mitklicken. Ja, das ist das Problem, das hatte ich vorhin auch fast. Ja, das ist in der Regel. Ich will ja, dass es passiert. So, Enrico ist dran. Alter, Facey, das ist keine Satellitenschüssel, das ist ein Elefantenschädel. Anna, mach den mal kurz so rein. Von den Ohren zwischen vom Lachen. Her? Was? Mach ihn mal rein, dein Ball da, vorm Lachen. Ja, du bist mal so leise, wenn du mich ansagst. Ich höre dich immer nicht. Ach so, ja. Teddy? Kriege mal alle mit, nur mich nicht. Du darfst. Als ob ich hier Daniel übers Feld schießen würde, also. So. Christoph, du darfst, du bist bei diesmal mal nicht der Letzte. Ah, yay. Jetzt bin ich das Letzte. Weiß ich noch ist nicht. Ist doch immer. Es sind ja noch ein paar da, die fehlen. Nee, Facey, jetzt bist du dran. Also wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar mehr Strafrunden. Daniel ist dran. Das sagen aber nur die Letzten, dass die Ersten mehr Strafschläge brauchen. Ja. Sehr schön. Und als Letztes diesmal die Dina. Vor allen Dingen, da bei mir dann ja auch noch diese der Spielleiter hat Rechtsregel dafür gesorgt hat. Ja, so, wir befinden uns jetzt an Bahn Nummer 14. Also wir nähern uns schon langsam dem Ende. Und hier ist es eigentlich relativ einfach, zumindest in die Nähe des Lochs zu kommen. Das Hole-in-One ist dann ein bisschen Glückssache. Und zwar einfach so und dann geht der Ball nämlich so und dann geht er nicht rein. Aber fast. So. Einfach so. Verrätst jetzt noch mit welcher Geschwindigkeit? Ja, nee, das wäre dann langweilig. So, aber ein Albatros reicht trotzdem zu und ihr dürft abschlagen in 3, 2, 1 und go. Ups. Dina hat eindrucksvoll gezeigt, wie es nicht funktioniert, deswegen darfst du dann jetzt auch gleich nochmal. Boah, das war aber knapp, Mann. Das war gar nicht schlecht. Ey. Ja. Die alle an einem Punkt liegen. Facey ist der Erste, der sich da entfernen darf. Juhu! Warum müsste man die ihr nächstes Als nächstes darf ihr Daniel. Eben, stand in den Regeln nicht was mit, wer am weitesten entfernt. Ja, aber das ist doof umsetzbar. Da muss ich ständig umklicken. Das ändere ich auch nochmal. Gut, dass die Regeln nach dem Turnierbeginn nochmal angepasst werden. Genau. Schreib doch einfach nur Regel Nummer 1. Der Spielleiter hat recht und sagt an. So, Matze, du bist dran. Jawoll! Das ist echte Kunst. Was ist denn los mit dir, Matze? Du warst mal so gut. Droggel ist dran. Das ist halt irgendwie voll unspektakulär für uns beide. Ja, gut, Droggel. Aber wenn ich sehe, was bei euch passiert. Verdammt! Matze, du bist letzter, was ist denn da los? Aber obwohl, da kommen ja noch ein paar. So, jetzt ist Enrico dran. Der muss von ganz hinten noch spielen. Ach du Scheiße. Hallo. Kann das sein, dass du da steckst? Der Enrico, der macht das hier sehr umständlich. Einfallwinkel und ja, Ausfallwinkel. Ja, jetzt hat er nochmal gezeigt, wie der Einfall- und Ausfallwinkel ist, ne? Das ist, glaube ich, ein bisschen wütend. Ich glaube, das ist ein einfallsloser Ausfallwinkel. Das ist auch gut. Gleich würde er ausfallen. Ja. Der Winkel. Ja, Entschuldigung, fünfmal in die schlechte Wortspiel. Anna, du darfst dich auch von hinten entfernen.
Das ist aber nett von dir. Da liegen ja noch mehr rum, Alter. Was macht ihr denn? Ja, wir sind halt gesehen. Oh, ey. Der war richtig gut. Ihr wisst schon, dass ihr in der NPP-MGA spielt. Ja, das ist, muss eine Ehre sein. Da kommt ja auch jeder Hans und Franz rein. Echt so? Nein, das ist invitation only. Teddy ist dran. Und Nadine darf. Vorbei. Dann, dürfen wir auch wieder nur der Christoph. Also den Gefallen tue ich dir nicht, mein lieber Christoph. Christoph, du darfst jetzt auch nochmal zeigen, wie man es nicht macht. Ja, ich sehe auch noch nicht mal, wie ich jetzt schießen muss, aber egal. Ja, das ist ja nicht mein Problem, das ist ja eher deins. Genau, aber da ich ja sowieso Letzter bin, habe ich ja alle Zeit derselben. Du willst doch nur eine Privatshow? Ja, genau. Schaut mich an, schaut mich an. Hier sitze ich, hier stehe ich. Und gleich kommt der Große. Jetzt kommt der Ball rein. Entscheide dich doch bitte erstmal, ob du sitzt oder stehst. Sonst überlege ich mir noch eine Sonderregel für dich. So. Oh mein Gott, ey. Wir kommen an Loch Nummer 15. Bonusrunden für gute Showmastery. Und Loch Nummer 15 ist das Loch, wo man hier wieder so ein Schild treffen muss und dann landet man irgendwo hier drüben. Und dann muss man aufpassen, nicht in die Löcher zu kommen. Aber bei den Dingern mit den Schildern, das ist mir echt suspekt. So, und dann kann man hier in Ruhe dran spielen und dann braucht man hier noch reingleiten lassen. So, Christoph, was du mal alles gleiten lassen willst. Ey, vor allem, weil er dann spielen will, überall. Ja, ja. Sind wir schon da? Christoph! Ich? Ja, du! Hä? Ach nee, Quatsch, wir müssen erst mal abschlagen. Freigabe. Ja, Freigabe. 3, 2, 1. Ich sollte nicht so viel hier trinken. 3, 2, 1, go. Oh. Jetzt hast du einen kurzen Moment stark verbraucht. Darf ich anfangen? Nee, ich habe jetzt darf der Christoph, ja, weil du ins falsche Loch getroffen hast. Wer darf? Der Christoph. Ins falsche Loch. Oh Gott. Da gibt's sogar drei falsche Löcher da oben. Also da, wo ich lebe, da gibt's nur richtige Löcher. Dafür müssen wir den Dori gleich noch dazu holen. So, oh. Oh nein, ey. Das ist doch nicht wahr. Ist da hinten noch der lange Weg? Ja, das musst du rausfinden. Wir werden dir da nicht weiterhelfen. Du hast noch viele Möglichkeiten zu verkacken. Nicht so laut. Next try. Also es ist ja klar, ne, dass ich letzter bin, das liegt nicht an mir, das liegt an diesen beschissenen Mann, ne, und überhaupt der, ne, der Platzwart hier, der sollte mal den Rasen. Zum Interview kommen wir später. Nein! Das macht er nicht. Christoph, ich weiß nicht, wie ich das vorspiele, ne? So, aber jetzt ist der Facey dran. Gegen mich. Facey ist dran, Facey ist dran, Facey ist dran. Das ist von hinten gar nichts. Rechnen. Kannst du auch so. Facey, Fake Wolf. Droggel, drück einfach mal C, dann kannst du ein bisschen hochwandern. So, jo, jetzt kommt Daniel dran. Hast gerade gefunden. Oh, das war ganz schön close. Das ist er noch an dem Loch vorbei. Aber nicht so close wie bei Nadine. Das sehe ich ja jetzt erst. So, jetzt war erstmal Dina dran. Was war das jetzt? Dina oder Nadine? Dina. Okay. Ich habe nur gerade festgestellt, dass es bei dir ganz schön knapp war mit dem einen Loch da, ne? Ja. So, jetzt haben wir Matze. Alter, das machst du doch absichtlich. Ey, du kriegst doch immer weiter, wenn ich dran bin, 100 pro. Ja, natürlich. Weil ich sage, dass ich immer die Letzte bin. Moment, der Christoph ist meistens. Das ist Teil des geheimen Anti-Aggressionsprogramms. So, Droggel, du bist dran. Ich unterziehen. Na, dann schauen wir mal. Der Droggel. Der liegt da, wo er noch oft verkacken kann. Ah. Drück C, dann kannst du bis zu ihm hinwandern.
Ich mache jetzt einfach Progressive Golfing. Ich hau jetzt einfach hier bis kurz und klein. Progress, frag mal QF, ob QF mitmachen möchte. Oh Gott. Wir wollen Progress Golf spielen. Warum kann man das eigentlich nur mit 12 Leuten machen? Das ist eigentlich langweilig. Mehr Leute eigentlich. Ja, und dann mit Kollisionen an, ne? Massenstart mit 80 Bällen. Dann dauert das 5 Stunden, bis eine Bahn durch ist. Verdammt! Der Drogel hat's voll drauf. Na, ja, aber wie ich da hochgespielt habe, ist Enrico dran. Was hat der sich denn hier für eine Ecke ausgesucht? Der schämt sich. Oder war böse? Das kann gut sein. Ja, das ist die stille Ecke. Ach, kann er in Ruhe über seinen Kolben nachdenken. So, Anna, du hast auch noch einen weiten Weg vor dir, habe ich gehört. Wow, ich bin auch mal dran. Ja. Ich habe schon gedacht, ich muss ein Grab herausspielen. Ja, ich bin auch irgendwie schon hier festgeschimmelt. Sie kam noch von unten hoch. Hm. Boah, der war geil, gut. Teddy, Alter. Teddy, du darfst. Warum liegst du noch am Start? Achso, du hast in die Walachei geschlagen. Oh, Teddy übt schon mal für die nächsten Strafschläge. Den hat er gut gespielt. Ja, es ist ja nicht mehr weit. Wir haben danach nur noch 3 Bahnen. So, und Nadine, jetzt darfst du auch. Jetzt darf ich endlich, ist ja unglaublich. Ja, ne? So, wir kommen zu Bahn Nummer 16. Oh, ich hasse diese Bahn. Ich mache sie vor, auch hier ist ein Hole-in-One gut möglich. Da muss man, glaube ich, so. Und dann muss man ein bisschen. Ja, und genau so funktioniert das mit dem Hole-in-One. Alter, was denn jetzt seid ihr dran. Ihr dürft starten. Also, ihr kriegt es nie, ne? Ich krieg das auf jeden, ne? Das ist Lüge. Ihr dürft starten in 3, 2, 1. Das hat sich bestimmt eine Marke geschrieben, ne? Nein! Oh, Hole in One! Na! Hole in One! Oh, nee, das ist. Oh, ihr scheiß Götter, ey. Ich erwarte auf dem Gegentreffen einen Kniefall. So, Facey, du da. Ja, aber nur, wenn du den roten Teppich aus. Nein, ich kann nicht geben, ich schicke das in ins Knie. Nils, wer? Facey, du. Nein! Ein Fall, ich krieg gleich Ausfall. Wie hast du eigentlich trainiert? Ich meine, hä? Ich hab gar nicht trainiert. Ja, Hauptsache so ein krasses Radar auf dem Kopf, aber trotzdem der richtige Winkel. Ein krasses Radar. Oh, Daniel ist aufgewacht. Das ist so aus, als ob es gewollt gewesen. So, Dina, du bist dran. Genau das habe ich auch gemacht. Großartig. Hast du auch Matze? Ach, du willst mir nur einholen, wa? Ach, aber es geht gar nicht, wer am meisten Punkte hat? Nein. Doch, hab ich so verstanden. Ja, ja. Oh, der war schön, Nina, muss man mal sagen. So, Matze, du darfst. Zeig uns mal, wie man es nicht macht. Ach, keine Ahnung, ich schieß einfach. Oder zumindest mal bis jetzt näher am Loch. Sehr schöner Schlag. Drogge ist dran. Ich loben. Ich darf loben, nur die anderen nicht. Wie wär's, wenn Nadine mal Strafschläge kriegt, weil sie immer lobt? Lobt doch immer gar nicht. Ja, wenn ich von dir noch ein. Doch, Nadine, wenn ich noch ein Lob von dir höre, ne? Wenn ich noch ein Lob von dir höre, dann gibt's 3 Strafschläge. Wir sind ja nicht so. Das hört sich gut an. Und, oh, der geht. Boah, der hat Glück, ey. So, ja, manchmal geht's. Enrico das ist war dran. Köln übrigens. Aus ja, der hätte ich jetzt auch ist gesagt. Möglich. Ja, klar. Und Anna darf noch. Oh, wow, endlich mal. Und Teddy. Wieso bin ich gleich schon wieder letzter? Weil es kann's.
Interessiert könnt ihr es vielleicht demnächst im Internet nachlesen unter die Lobo Darklon Verschwörung. Ja. Wird aufbewahrt in den Stadtarchiven von Bielefeld. Ach, das gibt's doch gar nicht. Haben die Stadtarchive? Die Stadt gibt's doch gar nicht. Nein, wir haben nur unterirdische Fertigungsstätten. Nicht zu verwechseln mit Fertigungsstätten. Ja, so kriegst du auf den Arsch. So, und das muss jetzt können werden. Oh Gott. Scheiße. Ah. Na, los, komm, roll runter. Das wird's. Sehr schön, wir kommen auf die vorletzte Bahn. Hatte ich angekündigt, dass das können war. Und hier, das ist auch ein bisschen tricky, ein Hole-in-One zu machen, ist aber durchaus auch möglich mit dem richtigen Speed und mit der richtigen Richtung. Ich schaffe es nicht, aber es ist dann schon ganz gut, hier unten zu liegen, weil hier unten kann man sich dann schön vorlegen. Schwierig dann aus. Ja, schwierig nicht, nervt. Nein! Eine Stunde später. So, ich bin fertig. Ihr dürft abschlagen in 3, 2, 1 und go. Okay, das sieht stark nach dem Konzept aus. Alter! Geht er irgendwo hin? Wieso geht er Hallo? Nimm deinen Kunden geheim. Ja, geil, meine Maus hat sich weggehakt. Enrico hat ein Hole-in-One geschlagen. Ja, du Golfgeist, du. Ja, Golfgeist, ich komme, mach Platz. Ja, wir rollen dir den roten Teppich aus auf dem Willentreffen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie viele Schläge der Christoph noch braucht. Wieso, darf ich gleich durchmachen? Ja, natürlich. Boah, erstmal der erste. Oh Gott. Ich hab dich in der Cam. Oh Gott. Die ganze Welt schon. Ich glaube, das mit diesen Bändern, das ist mir nicht geheuer. Da bist du nicht der Erste. Dann versuche ich doch mein Glück lieber auf konventionellen Deswegen sage ich. Deswegen sage ich auch erst nach dieser Bahn, wer sich so langsam gedanklich auf ein Interview vorbereiten darf. So, Facey ist dran. Ich kann mich erinnern, weil dann, wo Nils mich hier weggekickt hatte. Was ich denn nicht tun? Nein. Oh, das hast du gut gemacht, Facey. Das sah sehr elegant aus. Mach das nochmal. Ja. Facey, mach das noch 37 Mal. So, Facey jetzt auch in der Sicht. Daniel darf. Und der hat von hier auch einen bösen Winkel, wenn er direkt die Fahne anspielen will. Sehr schön. Und Dina. Matze, du bist dran. Ja, schön. Ich wollte mal gucken, ob das funktioniert. Matze. Los, komm, noch 10 Fehlschläge, ja. Das schaffst du. Na, da. Ach nein, Glocken aber nicht gerettet. Du bist dran. Du hast dir aber einen tollen Platz dazu überwintern ausgesucht. Dann ist er nochmal aus. Das sah von mir Facey so toll aus, das wollte ich jetzt auch probieren. Was entschuldigst du dich da, Dina? Du hast recht. Oh, Anna liegt, glaube ich, auch ganz gut, so wie ich das gerade aus dem Augenwinkel gesehen habe. Daneben! Ja, Alter. Alter, so ein Dreckspiel, ey. Und wir befinden uns an Spieltag 1, ja? Und er fängt jetzt schon an, von einem Dreckspiel zu reden. Ich glaube, am letzten Spieltag sind wir alle keine Freunde mehr. Anna ist da. Das ist kein Freund. Solange das durch die Gegenkick nicht dazu kommt. Ja, so ist es viel harmloser. Oh, Anna, das war keine schlechte Idee. Kam auch von mir. Teddy ist dran, sage ich dazu nur. Alter, du machst das doch absichtlich. Und das ist schon vor. Nicht schlecht. Und Nadine, du darfst. Und jetzt geben wir mal bekannt, wer sich auf ein Interview vorbereiten darf. Das ey, komm, beim letzten Loch ist alles drin noch. Nadine immer. Und es ist Christoph. Aber noch ist das ja nicht klar. Ein Loch haben wir noch.
Und dieses Loch funktioniert so, man muss erstmal hier volle Kanne auf dieses Förderband zimmern, also wirklich mit Full Speed am besten. Musst du noch. Es langt auch 3 Balken 90%. Oh shit, was war das denn? Das war das Bäumling. Haben wir gefilmt. Ja, nee, hat funktioniert. Ich bin nur mit meinem ersten Schlag weitergekommen als jeweils zuvor, also deswegen... So, und dann ist der ja schon drin. So, ihr dürft abschlagen in 3, 2, 1 und go. Ab geht's auf die letzte Runde. Ups. Also Nadine wählt hier einen ganz interessanten Weg. Wow. Das darf nicht wahr sein. Unfassbar, die liegt... Alter, das hab ich auch nicht gesehen, ey. So, aber Nadine ist auch direkt dran. Kann man nur so viel Glück haben, das ist ja widerwärtig. Ja. Ekelhaft. Widerlich. So, Facey, hab ich auf der Cam. Jo, dann, ne, einmal kurz da so und so und dann war das Dank vielleicht Mann. Doch ein wenig zu scheiße. Jetzt hockt er an der Ecke und kommt nicht weg. Dahin. Oh, schön, dass wir da liegen. Ja, das wäre deine Chance gewesen. Das wäre deine Chance gewesen. Das wäre deine Chance gewesen. dann gehen wir nochmal auf Nummer sicher. So, als nächstes darf der Daniel, der den ersten Schlag wohl ziemlich versemmelt hat. Der liegt nämlich hier noch am Start rum. Gesundheit. So, wollen wir mal gucken, ob er den jetzt hier rüberkriegt. Oh, der verendet. Oi. Jetzt hat er dasselbe Problem wie der Facey gerade. Wo ist das Loch im Baumstamm, ne? Neulich nachts. Meine Damen und Herren, die Folge hat sogar sich um die nächsten 5 Stunden. Jetzt fährt gleich aus Daniels Bauball so eine Kettensäge aus. Ja. Und dann. dann Oh, da hat er Glück gehabt, ey. Oh, das wird knapp, ey. Dina, du bist. Das war ein bisschen zu früh. War das? Ach doch! Aber ja, gut, aber denken kann man schlimmer liegen. Denkt da, Leute, nicht so viel loben, sonst habt ihr gleich noch Strafschläge. Das stimmt. Ich dachte, die Regel nur für Hallo? Gilt jetzt gerade für alle, beziehungsweise ihr habt noch ein bisschen Karenzzeit. Die Nadine hat nur keine Karenzzeit mehr. Die ist schon noch ein Lob und. Die Runde ist ja vorbei, also Matze ist ja egal. Ist dran. Nein, nicht so, Matze. Völlig falsch. Du sollst da hinten hinter den Baumstämmen hocken. Droggel ist dran. Ach, die Jugend heutzutage. Das war ja schon was Cooles. Da bist du hier, glaube ich, falsch. Das nenne ich elegant. Ja, die Rückseite eines Baumes als Puffer genommen. So, Enrico, du hast einen interessanten Winkel vor dir. Oh Gott. Wenn Christoph nicht hier noch beschissen hat. Nein. Doch. Nein, ich liege genau da, wo kein Baumstamm rollt. Hättest du so machen müssen wie Dingsbus eben mit dem Baumstamm, dann wäre das gegangen. Oh, das hat er nicht schlecht gelöst, der Enrico, muss man mal sagen. Und Anna ist dran. Anna! Ja, Mann! Yeah. Ja, Mann! Wir rechnen doch die Bahn. Komm, schwitz dir mal weiter ein ab. Och, okay. Oh, wie war das? Einfallwinkel, Ausfallwinkel? Da wolltest du bei mir abschauen und hat verkackt. Aber gar kein Winkel. Doch, der Totalausfallwinkel. Ach, fuck, Mann! Leck mich doch alle, ey. Okay.
Darf ich darauf hinweisen, es gibt keine Schlagbegrenzung? Du kannst allerdings auch noch das Interview kriegen, wenn du dir Mühe gibst. Ja. Das ist sicher, danke. Nur 20 Schläge. What the fuck? Was war das denn? Komm, Alter, du schaffst das nicht. Hat sie gerade durch den Baum geschlagen? Ja, von mir. Ja. Endlich. Ist das unfair. Endlich halten mal die Etikettenregeln ein. Ja. Es ist doch immer die beste Freude. Alter. Ich schau gerade mal Fingernägel beim Wachsen zu. Ja. Oh. Boah, das war ganz gut eigentlich. So, Teddy ist dran. Ah, Mist, ich komme nicht ums Interview rum. Scheiße. Boah, bäh. Alter. So. So, und Christoph ist dran. Ja. Du kannst die Reifen packen. Ach, da war noch ein Ast. Sauerei. Da liegt es jetzt aber gut. Ja, da kommt es noch hinter den Holzstämmen. So, und damit geht der erste Spieltag zu Ende. Und ins Interview bitte ich definitiv Nadine und Christoph. Ups. Denn Nadine hat diese Runde gewonnen und Christoph ist Letzter geworden. Hat er gut gemacht. Die ganzen Platzierungen könnt ihr in die Tabelle. So, und wir fangen mal mit dem Verlierer an. Woran hat es denn heute gelegen, lieber Christoph? Ja, also selbstverständlich natürlich nicht an meinem Können, denn das Können ist da. Aber allerdings, ich muss dazu sagen, ich habe diese Bahn zum allerersten Mal gespielt. Und dann fand ich das auch nicht in Ordnung, wie man dann so menschlich behandelt wird. Ne? Und man muss sich da auf Höchstleistungen konzentrieren und ständig wird von irgendwo dazwischen gebrabbelt. Naja, aber alles in allem muss ich sagen, der Auftakt war ganz gut und es zeigt, dass ich Chancen habe. Und ich werde so die nächsten Spieltage durchmarschieren, dass ich am Ende sowieso der lachende Erste bin. Na, da bin ich mal gespannt. Und falls nicht, dann ist sowieso die Bahn schuld. Und du hast ist ja alles noch Beta-Phase, ne? Ja, du hast die Regeln zu Interviews wirklich einigermaßen gut eingehalten, muss ich sagen. Respekt. Ja, liebe Nadine, warum hast du gewonnen? Wie kommst du dazu? Wie weil du es kannst. Ja, weil ich es kann. Das ist ja keine Begründung. Du musst das schon ein bisschen ausführlicher sagen. Wir wollen ja, ich habe wochenlang hart trainiert. Also hier Trainingscamp und so. Von wegen Reha, nix da. Ich habe 3 Wochen 24-7 hier, ne? Und so. Sie war im Golfcamp. Ja. Sie hat es alle beschissen. Ja. Ja, unfassbar. Und damit schließen wir quasi die erste Runde der Season. Nächste Woche geht es dann weiter. Da sind wir gespannt, wie sich die Tabelle dann entwickelt. Wenn ihr die Tabelle sehen wollt, wenn ihr die Regeln nochmal sehen wollt, schaut in die Videobeschreibung. Da könnt ihr auch sehen, wie ihr uns unterstützen könnt. Würden wir uns drüber freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Ihr dürft auch sehr, sehr gerne kommentieren. Freuen wir uns auch sehr drüber. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann abonniert uns doch einfach. Dann verpasst ihr keines unserer Videos mehr. Jetzt gibt es vor dem Abspann noch die Highlights der heutigen Runde. Und ja, damit sage ich Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und macht's gut. Gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht. Gleich wieder.